Mal gucken, wie lange das noch geht. 22:30 Uhr, Hackettwälder. Nachtgebet, Kapitel 6. Emma! Mist! Fuck! Mann, ich könnte echt kotzen. Emma, bist du das? Ach, ich hab die Mucke noch an. Ja, schon ganz vergessen. Fuck. Ja, die muss natürlich aus. So. Gut. Dann schauen wir mal. Oh, sind wir auf der Insel, wo sie gestorben ist? Wo ich sie hab fressen müssen? Nee, das ist nicht die Insel, ne? Ach, stabile Bizeps hat der Bruder. Vorne liegt was. Oder auch nicht. Da will man echt nicht fallen. Ah. Das ist immer lustig, du willst gerade ausgucken und die gucken dann so nach oben. Wieder vorne geht's dann wieder runter wahrscheinlich. Das ist aber nicht ihre Kamera, ne? Die hat doch ein Handy benutzt, oder? Beweis. Speicherkarte. Die Speicherkarte einer kaputten, verdreckten Kamera, die im Wald verloren ging. Hm. Vielleicht ist da ja was drauf. Hat er sich das jetzt... Bruder, du hast keine Taschen. Wo hast du dir das hingesteckt? Die Speicherkarte möchte ich nicht mehr haben. Er hat die besondere Tasche gewählt. Oh mein Gott, wo kann sie nur sein? That escalated quickly. Hat das Vieh mich überhaupt bemerkt? Puh, ja, hat es. Haha, Kacknoob. Oh, ich hab nichts gesagt. Junge, wie kann der eigentlich so rennen ohne Schuhe? Das tut doch voll weh. Ich renn. Ich glaub, verstecken bringt halt nicht so viel. Oh. Oh mein Gott. Ich hab gesagt, zieh die Schuhe an. Da kommst du nicht mehr so schnell weg. Oh, Scheiße. Da war der Trapper wohl am Start, wa? Rausziehen oder losreißen? Drück die Falle doch auf.
Nee, Loseisen. Loseisen. Ich mach mal Loseisen. Ah, ja, öffnen. Okay. Ja, da habe ich mich wohl zwischendurch mal hin verirrt, ne? Hallo? Das war frech. Ah, stimmt, er kann sie ja gar nicht finden, weil sie hier im Pool schwimmt. Gehört sie zu diesen Jägertypen? Oder auch nicht. Ach so, das ist gar nicht Emma. Alles klar? Ich weiß nicht, wer die andere war. Hab sie noch nie gesehen. Oder? Ich auch nicht. Und sie? Ja. Das ist Kaylee Hackett. Mr. H's Tochter? Ich dachte, sie wäre heimgefahren. Kaylee. Ja. Dachte ich auch. Oh Mann. Arme Kaylee. Nick. Du riechst so gut. Oh. Alles klar, Kumpel? Reiß dich ein bisschen am Riemen. Fick dich, Caitlin. Wow. Nick, was ist... Ja, da muss das ja so ein Werwolf-Scheiß sein, ne? Hey! Er ist ja scheinbar... Nick, was soll das? Lass das! Pass auf, meine Herren! Infiziert. Nick? Boah, an deren Stelle würde ich wahrscheinlich helfen, ne? Aber so aus meiner Sicht weiß ich ja, dass er sowieso sich transformiert oder so. Wenn ich ihm jetzt helfe, zieht er vielleicht noch einen... Ich tröste sie. Hey, ist okay. Schon okay. Was habe ich getan? Ich weiß nicht. Er ist so kalt. Okay, bringen wir ihn ins Poolhaus. Da ist's warm. Also das dauert nicht mehr lange, bis der Typ durchdreht wahrscheinlich, ne? Ruh dich aus. Ruh dich aus. Fuck. Tut mir leid. Zappel nicht so rum. Sie ist sauber, soweit ich sehe. Also es blutet nicht. Aber ich bin auch kein Doktor. Stimmt, er hat sich ja die Hand abgesägt. Hier, das ist noch der Rest von der Krankenstation. Toll. Gut, du brauchst aber dringend medizinische Hilfe. Wir müssen alles dokumentieren, was passiert. Für die Polizei. Ja, ist scheiße ohne Kamera, ne? Leichen im Pool muss man schon erklären, hm? Langsam, Mann. Also, Fotos und so Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei uns keine Silbe von diesem kranken Scheiß glaubt, nicht ohne Beweis. Ab sofort habt ihr das Handy parat und macht ein Foto oder ein Video, wenn was ist. Ja, klar, fotografier den Wolf da im Wald. Der freut sich bestimmt. Alles okay bei dir, Abby? Der postet hey, noch für warum dich. Warum siehst du dich nicht mal am besten mit Blitzlicht, dass es Nick bequemer macht. Oh, ich darf wieder. Ja, so besser? Ja.
Darf ich noch weitergehen oder triggert das jetzt schon Storyverlauf? Nee. Ja, was haben wir denn hier noch so Schönes? Ein Klo. Gibt's hier was? Hat einer was an die Tür geschrieben? Scheinbar nicht. So, A plus N oder so für Abby plus Nick. Oder, könnte ja sein. Die Klos sind ziemlich langweilig. Ich habe schon spannenderen Horrorspielen gesehen. So Outlast-Klos oder so, wo Füße rausgucken. Viel interessanter. Ich würde ja auch nicht so nah am Fenster sitzen, ne? Nach dem, was die gesehen haben. Wo Caleb jetzt wohl ist? Ey, wo ist das Foto? Bildkamera, altes Foto vom Camp. Camper-Foto. Ein neueres Stück Geschichte des Camps. Darauf liest Ryan noch jünger und amüsiert sich mit Chris Hacketts Kindern, Caleb und Kaylee. Ah. Ganz schön dunkel hier überall. Es war so unheimliche Zeichnung. Nur 12 Stunden. Unter diesen Fundsachen befindet sich eine grobe Skizze einer Frau im Wald. Die Geistergeschichten scheinen ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben. Na, die haben wir schon öfters gesehen, die Dame, ne? Krieg ich noch mehr Text, wenn ich mir das nochmal angucke? Ah, nee, sie geht. Ja, er hat irgendwas weiter. Seltsames. Er ist echt krank. Krass, wie er voll ausgeflippt ist im Wasser. Ja, er war wie ein Fisch auf dem Trockenen. Nicht? Schon. Wisst ihr, das war seltsam, als ich die Wunden versorgt habe, bei der Lodge. Inwiefern denn? Er war ja echt voller Blut, aber ich habe keinen Biss gesehen. Oder Schramm, gar nichts. Er hat sich immer bewegt, als ob er nicht wollte, dass ich sehe, wie schlimm es ist. Tollwut? Er hat keinen Schaum vorm Mund. Fast. Das sieht Abby vielleicht anders. Stimmt. Und ist Angst vor Wasser nicht ein Tollwut-Symptom? Hydrophobie, ja. Aber bei Tollwut geht's wohl um die Angst vorm Trinken, nicht vorm Nasswerden. Das hier war... Wie eine Katze beim Baden. Ja. Vielleicht mögen diese Viecher ja kein Wasser. Wäre ja eine Option. Abby? Ja? Kann ich dich was fragen? Na klar. Magst du mich? Nick. Bitte, ich sag's mir. Ich fand unsere gemeinsame Zeit hier sehr schön. Das ist so... so ein... Ist so... was? So ein Schlag ins Gesicht. Abby. Was? Ich muss dich etwas fragen. Ja. Okay. Warum hast du mich, Abby? Nick, das tue ich nicht. Doch. Doch, es stimmt. Du kannst mich nicht leiden, oder? Wovon sprichst du? Sag die Wahrheit. Ich sage dir die Wahrheit. Gott. Ich hätte es wissen müssen. Was? Du bist wirklich nicht die Hellste, was? Dummerchen Abby.
Stopp. Leichte Beute. Mein Opferlamm. Das bist nicht du. Das bist nicht du. Ich... Ja, moin! Wow, Abby! Abby, alles okay? Was ein Scheiß. Er ist Superman. Schnall ihn den Kopf weg? Ja, okay, das ist wirklich irgend so ein Werwolf-Scheiß. Ihr hättet ja weiter drauf schießen können. Holy shit. Nee, der ist nicht tot, der ist rausgelaufen. Tote springen sonst nicht aus dem Fenster und fliehen in den Wald. Ah, schön, dass die auch alle voller Blut sind jetzt, ne? An Notwehr? Ja, war's. Abby, er wollte dir wehtun. Das war reine Notwehr. Das kann man nicht wissen. Der hat dich durch den halben Raum geschleudert, Mädel. Nein. Doch, du oder er. Und das... war definitiv nicht er. Mann, was für ein Scheiß. Hey! Oh, shit. Wo verdammt ist Chris Hackett? Wer ist da? Ich brauche Hilfe. Bitte. Wer bist du? Ich heiße Laura Kearney. Und? Jetzt lass mich rein, hier ist gefährlich. Ja, warte. Ihre Frau erschießt da nämlich Menschen. Laura ist die vom Anfang. Menschen. Ach, verdammt, du. Laura Kearney, du bist Laura Kearney? Ja. Du warst doch vorgesehen für... es war die Krankenstation, stimmt das? Du bist nur nie aufgetaucht. Du und dieser... wie hieß er? Max. Ja, Max. Ja, genau. Mr. Hackett sagte, ihr hättet kurzfristig abgesagt. Ich glaube, wir sollten ihr zuhören. Wir dran. Ich will wissen, was okay. Mit der passiert ist am Anfang. Ich öffne jetzt die Tür. Langsam. Nimm die Hände hoch, okay? Okay. Die sieht definitiv nicht mehr aus wie am Anfang. Oh! Ne, nicht du schon wieder. Oh. Da sind wir wieder. Ah, leider. Du und ich. Und der Rabe da hinter dir. Wieso betrachten wir nicht nochmal deinen Fund? Habe ich was gefunden? Ich glaube nicht. Hast du richtig gesucht? Diese Karten sind kein Tan, das sollte dir klar sein. Sie helfen dir. Ich helfe dir. Dann los mit dir. Hopp, hopp. Einer hat's. Ist das nicht? Hallo? Bruder, was geht denn jetzt ab? Geht es jetzt? Wieder? Technische Schwierigkeiten.
Das ist ja kacke. Moment, Moment, Moment. So, dann höre ich mich erstmal nicht mehr selber. Ja, ich habe mich ja selber auf dem Kopfhörer und Headset war gerade aus und dann kam es über den Monitor. Und als das Headset wieder an ist, ist es nicht wieder auf dem Headset raufgesprungen. Ja, aber sonst müsste eigentlich. Da war die USB-Verbindung weg von dem Scheißding. Gut, mal gucken. Ich denke mal, das hört sich trotzdem jetzt wieder normal an. Ja, dann muss ich mich ja auch nicht selber hören. So, dann weiter. Furchtbar aufregend. Technische Schwierigkeiten behoben. Zum Glück war das jetzt nicht mitten in der Verfolgungsjagd.